Hallo meine Lieben, heute gibt es meine ultimativen Tipps gegen die chronische Müdigkeit, also bleibt unbedingt dran. Ihr Hübschen da draußen, ihr kennt das nicht. Müde, abgeschlagen sein, ewig unkonzentriert sein, immer so einen dicken, fetten Betonblock hinten im Nacken zu spüren. Es zieht einen förmlich nach der Mittagspause im Büro nochmal tiefer runter oder auch in der Schule. Als Mutter sowieso noch eine zusätzliche Doppelbelastung. Wir haben ja nicht nur eine Rolle, nämlich der Angestellten oder der Partnerin, Ehefrau, Freundin. Wir sind auch noch zusätzlich Mutter. Und dann geht der Alltag nochmal richtig los, wenn man die Arbeit beendet hat. Und alles, was wir dagegen tun können, ist praktisch uns selber zu beleuchten. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Ansätze und Tipps, wie wir auf uns achten können. Also angefangen von zu wenig Wasser trinken, Eisenmangel, Vitamin D-Mangel und natürlich in diesem Zusammenhang die falsche Ernährung kombiniert mit zu wenig Bewegung führt dazu, dass wir chronisch müde sind. Das ist leider der direkte Weg im schlimmsten Fall zu einem absoluten Erschöpfungssyndrom, zu einem Burnout oder sogar in eine Depression. Bei den meisten macht es sich bemerkbar durch irgendwelche Schmerzen im Körper. Man verspürt eine Verspannung, dann fängt es meistens an. Man verspürt Kopfschmerzen in allererster Linie. Dieses ewige Runtergeziehe und Abgeschlagenheit, das hinterlässt im Körper Spuren und diese Informationen, die landen bei uns im Gehirn und manifestieren sich tatsächlich in Schmerzen, chronische Schmerzen bis hin zu Entzündungen. Wir können dem Ganzen entgegenwirken, indem wir versuchen, diese Spannung aus dem Körper rauszunehmen und vielleicht regelmäßig ein bisschen dehnen. Damit fängt schon der erste Teil der Bewegung an. Und kombiniert mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Beim Obst und Gemüse dürft ihr 5-mal am Tag zulangen. Ja? Nehmt euch einfach euer Lieblingsgemüse, euer Lieblingsobst, aber beim Obst achtet darauf, dass es möglichst fruchtzuckerarm ist. Viel Wasser trinken, das hören wir in jeder Ernährungsdebatte, aber das ist wirklich und bleibt immer Punkt Nummer 1. Wasser, viel Wasser trinken, denn gerade wenn man dazu neigt, schnell Kopfschmerzen zu kriegen, abgeschlagen zu sein, antriebslos zu sein, unkonzentriert zu sein, ist oft ein Rückschluss auf einen absoluten Wassermangel. Wasser ist so wichtig, um einfach die Stoffwechselfunktion aufrechtzuerhalten, lebenserhaltende Funktion noch besser darzustellen. Wir als Eltern haben ja nicht nur eine Verantwortung, unseren Kindern gute Werte mitzugeben und diese Kinder zu einem starken und selbstbewussten Charakter heranzuerziehen, sondern nein, wir sind auch dafür verantwortlich, wie dieses Kind auch später mal aussehen wird. Und da spreche ich absolut von einem Gesundheitsbild des Kindes. Wir prägen unsere Kinder, indem wir vorleben, was gesunde Ernährung ist. Und wir beobachten das auch immer wieder mal, dass auch gerade Schulkinder kommen, völlig abgeschlagen, unkonzentriert, völlig demotiviert und desillusioniert teilweise aus der Schule zurück und müssen erstmal einen Mittagsschlaf halten, weil die so fertig sind. Dasselbe gibt es auch bei uns, dieses Phänomen, dass wir einfach bei der Arbeit sind, ständig platt. Spätestens ab 2, 2:30 kommt dann diese große Betonkeule von hinten auf den Nacken, legt sich bei uns nieder und wir sind völlig abgeschlagen und uns rettet nur noch vielleicht ein Powernap oder ein Mittagsschlaf nach der Arbeit. Und sind froh, wenn wir es nach Hause geschafft haben. Also so dramatisch, wie es sich anhört, ist es aber auch teilweise wirklich bei den meisten, wenn man sie ehrlich befragt und man ehrliche Antworten bekommt. Woran liegt das? Gebe ich meinem Körper eine vitalstoffreiche Ernährung, arbeitet der Körper auch sehr effizient, sehr effektiv und fühlt sich auch fitter. Ich versuche zum Beispiel jeden Tag meine Sportroutine einzuhalten. Es ist genauso wie Zähneputzen bei mir integriert. Denn gerade als Mutter merke ich, wie essentiell wichtig das ist, fit zu sein, vitalstoffreich zu sein, ja, mich gut zu ernähren, gut zu mir zu sein. Und ich bin nicht die Einzige, die so spricht. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das Kind ist irgendwie nachts wach geworden und man merkt am nächsten Tag, man ist total gerädert, als hätte man irgendwie einen Jetlag gehabt. Und das geht so schnell nicht weg. Aber ich rette mich, indem ich mich sehr, sehr vitalstoffreich ernähre und ich mache das ganz bewusst, ohne Verzicht. Es ist nicht eine Art der Diät, darauf stehe ich natürlich überhaupt nicht. Ich kann das nur weitergeben, denn das tut mir gut. Und das spiegelt sich auch bei meinem Kind wieder. Mein Kind sieht, was ich esse und es möchte das ausprobieren. Mein Kind sieht, was ich esse und es mag das auch, weil ich ihm nichts anderes vorsetze. Und somit versuche ich auch mein Kind ein wenig zu prägen. Ja? Das ist auch diese elterliche oder die Elternhausprägung. Ich selber bin so aufgewachsen. Ich habe eine mediterrane Ernährung als Kind genießen dürfen. Und für mich ist das ganz selbstverständlich, dass mein Essen voller Gemüse steckt. Fisch, Fleisch, Reis und so weiter. Ich habe keine Zeit, einen Mittagsschlaf zu halten, genau wie die meisten Mütter da draußen auch, weil wir müssen einfach noch ein bisschen mehr in Anführungszeichen erledigen als die meisten anderen da draußen. Und damit wir nicht in diese Burnout-Schiene und völlige Erschöpfungssyndrom-Schiene
landen, gebe ich noch mal einen weiteren Tipp dazu. Setzt euch kleine Timeouts, setzt euch kleine Belohnungen. Ich mache das auch seit über einem Jahr mit meiner besten Freundin. Wir haben ein kleines Konto. Wir sparen jeden Monat einen ganz kleinen Betrag ein und wir freuen uns einfach darauf, dass wir einmal im Jahr etwas nur für uns tun. Wir fahren dann weg für 2-3 Tage und das ist dann praktisch etwas, worauf wir hinarbeiten, worauf man sich freuen kann. Das ist so wichtig, dass man jetzt nicht nur im Rahmen der Ernährung etwas Gutes für sich tut, sondern auch für den Körper, für den Geist, für die Seele. Und in diesem Sinne schließe ich dieses Video ab. Bleibt immer schön gesund, seid immer ein gutes Vorbild für eure Kinder. Ihr gebt sowieso das Beste. Das ist uns Mamas einfach so angeboren und ich wünsche euch, wo immer ihr auch gerade seid, alles Gute.